dieses Review sollte es so eigentlich gar nicht geben. Ich hatte gar nicht vor, so ein Video zu machen, sondern ich wollte eigentlich diesen Drucker kaufen, um zu drucken und natürlich um Videos im Vergleich zum MK4 zu machen. Und in diesem Video zeige ich euch doch mal, was für Erfahrungen ich in den letzten 2 Wochen mit diesem Drucker gemacht habe, was ich gut und was ich nicht so gut dran finde, was Veränderungen es seit den ersten Releases von den ersten Videos her gab. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Megorama.de und wir legen gleich mal los mit ein paar Sachen, die ihr mit Sicherheit schon kennt, wo ihr schon gehört habt, was die schon geändert worden sind. Nämlich der Extruder, der hat sich geändert. Ich habe, seit ich den Drucker habe, keine andere Extrusion gehabt. Das heißt also, Creality hat dort das geändert, was viele YouTuber schon mal im Voraus bemängelt haben. Ich habe auch hier kein Problem gehabt, dass sich das Filament irgendwie eingeklemmt hat. Das heißt also, es ist alles schon von Werk ab so eingerichtet, wie es eigentlich soll. Das ist schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Und ja, das Teil hat immer noch keine Kamera, die habe ich jetzt separat bestellt. Es hat immer noch keinen Active-Carbon-Filter, den werde ich nochmal nachrüsten. Entsprechend nach diesem Video wird es nochmal ein Video geben, wo wir dann nochmal gucken, was wir alles für Modifikationen an diesem Drucker durchführen können. Und ich habe jetzt 2 Wochen mit dem Drucker gedruckt und kann sagen, ja, er druckt gut. Ja, ich habe hier die Benchy gedruckt, die 13 oder 17 Minuten ungefähr gebraucht hat. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ich habe hier den Makrobot gedruckt, der auch einwandfrei rausgekommen ist. Ich habe hier einige Boronteile gedruckt. Ich habe den chinesischen Drachen gedruckt, der die Weinflasche hält. Das kennt ihr aus dem letzten Video. Die Drucke sind alle wunderbar rausgekommen. Das waren teilweise schnelle, kurze Drucke, aber auch lange Drucke. Und auch die ABS-Teile, die ich hier gedruckt habe, sind eigentlich, an sich, jetzt darf ich es nicht wegschmeißen, eigentlich ganz gut rausgekommen. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen zu wenig Infill drin. Das heißt also, ich muss das nochmal drucken. Und die haben so ein ganz kleines bisschen hier vorne an der Spitze gebobbt, weil ich da vergessen habe, die Mausohren dran zu machen. Das war aber mein Fehler. Da kann ich nicht meckern. Die Druckplatte jedenfalls. Ich brauche keinen Kleber bisher. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Tropfen Kleber oder sowas in Richtung auf die Druckplatte gepackt. Die ist noch so, wie sie aus dem Karton kam. Also alles ganz easy. Und man kann den Drucker auch wirklich aus dem Karton raus hinstellen, die Transportsicherungen rausmachen und schon kann man losdrucken. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Nach 2 Wochen habe ich aber dann mal ein wenig die unschöne Seite von diesem Drucker kennengelernt. Also erstmal bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich möchte nochmal, nachdem ich mal ein bisschen den Drucker genossen habe, erstmal gucken, wie ich das Betriebssystem bzw. Clipper und Mainsail entsprechend entfesseln kann. Und da war ich überrascht, denn ich habe vorher was gesehen, dass zwar Creality das Repository mittlerweile freigegeben hat, aber ich wusste nicht, dass es so einfach ist, mittlerweile den Drucker mit Mainsail auszustatten. Das haben wir wahrscheinlich K3D zu verdanken, der als russischsprachiger YouTuber das Ding gehackt hat und gesagt hat, okay, hier habt ihr einen Jailbreak, wie ihr das Ganze entsprechend entsperren könnt und Fluid zumindest mal nutzen könnt. Und auf der englischsprachigen Seite gab es 3D Print SOS, der das Ganze dann nochmal vertont und verfilmt hat, wo ich sage, okay, vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr das gemacht habt. Im deutschsprachigen Raum war es Manbo 3D, die das Ganze ein bisschen vorangetrieben haben. Manbo hatte auch sehr häufig dann entsprechend Updates gebracht, wenn nochmal irgendein Software-Update kam, ob das Ding jetzt irgendwie der Jailbreak nicht mehr möglich ist und sowas in Richtung. Vielen lieben Dank auch nochmal an die Stelle. Und insgesamt habe ich gesagt, okay, wenn ich schon so einen Drucker habe, dann möchte ich auch gerne Vollzugriff auf Clipper haben. Das hatte ich nicht, von daher war der für mich keine Option. Genauso wie es für mich auch der Bamboo keine Option ist, weil das einfach zu geschlossen ist, das System, und ich das persönlich nicht mag. Als dann Creality aber die Software freigegeben hat, hatte ich mir die mal ein bisschen angeguckt und muss sagen, okay, damit kann man arbeiten. Und Creality hat nicht nur das Repository freigegeben, sondern hat auch gleichzeitig nochmal ein zusätzliches Repository eingerichtet, wo man dann die Images von Mainsail und Fluid drin hat, die man über einen Installer dann auf dem Drucker installieren kann. Und inzwischen gibt es auch von Octo Everywhere einen Guide, wie man Octo Everywhere auf den Drucker packen kann. Und das habe ich alles zusammen gemacht. Ich habe nur
mich dafür entschieden, nicht das Ganze über den USB-Stick hier vorne zu installieren, sondern ich bin hingegangen und habe das Ganze, faul wie ich bin als Entwicklerin, natürlich als G-Code getarnt, also nochmal Punkt G-Code an den Dateinamen drangehangen für den Installer, als auch für das Mainsail.tar, und habe das Ganze einfach über die Web-Oberfläche hochgeladen, in das richtige Verzeichnis kopiert und beim Kopieren nochmal die originalen Dateiendungen drangehangen und habe das Ganze dann einfach erstmal wollen installieren. Bei der Installation habe ich dann eine Fehlermeldung bekommen, dass ich die Rechte nicht habe, die ich brauche, um das Ganze auszuführen. Also habe ich mir mit ChangeMod 777 die Rechte nochmal dafür gegeben und siehe da, schon funktioniert das Ganze. Danach habe ich dann nach der Anleitung von Octo Everywhere nochmal das Ganze drauf hier installiert und siehe da, ich habe den K1 entsprechend in mein Octo Everywhere eingebunden bekommen. Der ganze Drucker heißt mittlerweile Silver Surfer. Die Oberfläche von Mainsail habe ich auch wieder ein bisschen angepasst, so wie ich es bei jedem Drucker mache. Das ist noch nicht final, aber es wird nochmal entsprechend einiges da passieren. Das heißt also, da werde ich euch auch nochmal ein Update geben. Das Theme werde ich natürlich auch meinen Patreon noch bereitstellen. Mit diesen Einstellungen habe ich dann gedruckt. Und zwar eine Banshee, den Makobot, jede Menge ABS-Teile, den chinesischen Drachen, Beinhalter von STL-Flix und sonst jede Menge Sachen von STL-Flix, die alle wirklich gut rausgekommen sind. Ich habe kein einziges Problem mit Under-Extrusion gehabt, so wie es die anderen YouTuber mit ihren ersten Versionen hatten, dass hier hinten entweder am Extruder irgendwas war oder dass der PTFE-Schlauch eingeklemmt war. Das war bei mir von Werk ab alles perfekt eingestellt und ich habe nicht mal Kleber für die Oberfläche gebraucht. Die hält nämlich Bombe. Ja? Wenn hier an den ABS-Teilen irgendwo ein kleines Warping dran ist, dann hier an der Spitze hier vorne, ganz einfach, weil ich vergessen habe, die Mouse-Ears, also den Brim entsprechend dran zu packen, und das kann ich dem Drucker jetzt nicht zulasten legen. Was ich aber dem Drucker bzw. Creality zulasten legen kann, sind ein paar Sachen, die mir im Nachgang unschön aufgefallen sind, die sich erstmal so gar nicht bemerkbar gemacht haben. Und da rede ich jetzt erstmal vom Druckkopf. Denn der Druckkopf hat dann irgendwann nach anderthalb, zwei Wochen hat der angefangen, sich zu verstopfen, weil ich auch vergessen habe, entsprechend von ABS wieder auf PLA umzustellen und dann was drucken wollte. Und dann bin ich stutzig geworden und habe das Ding mal aufeinander geschraubt und wollte es mal angucken, weil ich habe die Nozzle nicht rausbekommen. Egal, ob mit oder ohne beheiztem Hotend, ich habe das Ganze nicht auseinandergebaut bekommen. Also hier unten mit dem Werkzeug, was dabei war, habe ich die Düse nicht rausbekommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich baue das Ganze mal auseinander. Und das Ganze ist leider Gottes nicht gut geendet, denn Creality hat im Drucker so viel Kleber verbaut, die ganzen Schrauben und die ganzen Steckverbinder sind hier wirklich, man sieht hier noch so zum Teil die gelben Reste, die dran sind, komplett einmal mit Kleber zugeklebt, dass man diese Stecker kaum rauskriegt. Ich habe eine große fette Zange müssen nehmen, um das Ganze dann rauszuziehen. Das hat ziemlich viel Kraft gekostet. Und hier beim Thermistor ist mir dann der Stecker abgerissen und mit dem Stecker natürlich auch die Pins, die noch im Stecker drin steckten. Den habe ich dann hier und die einzelnen Stecker konnte ich dann später rausziehen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das natürlich ein bisschen, naja, traurig, weil zum einen kann ich jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich bestelle mir einen Thermistor nach, hier ist eine Schraube drin, die könnte ich jetzt zum Beispiel nicht einfach aufschrauben und dann einen neuen Thermistor einbauen. Ganz einfach, ich finde den Thermistor nirgendwo. Ich weiß, es ist ein 100K. Das heißt also, ich könnte ihn, wenn ich den einzeln zu kaufen bekomme, einfach ersetzen, aber ich finde nicht genau heraus, welcher es denn genau ist. Ich habe zwar in der Kleberkonfiguration nachgeguckt, aber da finde ich dann nur diese kleinen Glaskuppeln und hier ist halt nochmal so ein Metalltrichtertrumpf, der von den Maßen hier nochmal so individuell ist, dass ich ihn bis jetzt noch nicht ausfindig machen konnte. Das finde ich ein bisschen schade. Zum Zweiten sind hier diese Stecker, beziehungsweise der hier. Der hier ist noch relativ normal, der ist so Standard, ein ganz normaler JST, wie er bei jedem anderen Drucker aufgebaut ist. Aber für den Thermistor haben sie sich extra diesen kleinen JST, ich glaube das sind 2 mm oder 2,5 mm, ich weiß es nicht genau, das werde ich nächste Woche rausfinden, ich habe mir Adapter bestellt, dass man da nicht einfach sagt, okay, man verwendet hier einen ganz normalen JST-Stecker, um den dann entsprechend nochmal neu krimpen zu können, um dann nochmal das Kabel anklemmen zu können, um einfach weiterdrucken zu können. Hätte ich das gehabt, wäre das so einfach gewesen zu fixen, weil dann wäre ich in 5 Minuten wieder einsatzbereit gewesen und müsste nicht komplett das ganze neue Hotend bestellen, beziehungsweise einen komplett neuen Satz von neuen Steckern oder von neuen Terminals. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Und hier muss ich schon ehrlich sagen,
da macht selbst Bambo einen besseren Job, dass sie sagen, okay, ihr könnt hier die Thermistoren und die Heizkartuschen oder aber auch die einzelnen Pakete, die zusammengeschraubt sind, komplett so, wie ihr es gerade braucht, selbst bestellen. Das kann man hier beim Creality leider Gottes noch nicht. Da muss man entweder das komplette Hotend bestellen oder einfach mit dem leben, was man hat. Ich habe dann diesbezüglich nochmal den Support angeschrieben. Und da muss ich sagen, war ich zuerst ein bisschen angenervt, weil der Bot, der einen quasi nach 3 Minuten Inaktivität aus der Warteliste rausschmeißt, der ist ein bisschen, sehr leicht mit dem Finger am Trigger. Das heißt also, sobald man da eine Sekunde irgendwie zu sehr inaktiv ist, wird man schon rausgeschmissen. Ich habe es aber dennoch geschafft, dann irgendwann einen Mitarbeiter an der Hand zu haben und wir hatten grob 3 bis 4 Stunden hatten wir dann das Problem identifiziert. Die haben sich auch entschuldigt, dass das Ganze so arg festgeklebt ist. Das sollte es eigentlich nicht sein, denn die Videos von Creality, die sie auf YouTube online gestellt haben für die Self-Repair, sind dann doch ein bisschen was anderes, weil da zieht man einfach den Stecker mit der Hand ab. Das geht bei denen gar nicht. Und es hat sie sich auch direkt notiert, ob Creality das umsetzt und ob sie das wirklich annehmen, das Feedback, weiß ich nicht genau. Ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, die Schrauben klebt man fest, das mache ich ja auch. Ich habe auch jetzt hier nochmal die Schrauben, die ich im Hotend verbaut habe, auch nochmal mit Schraubenkleber festgemacht. Aber dass man hier auch die Stecker entsprechend auf der Platine drauf festklebt, so festklebt, ich meine, die haben ja schon Widerhaken. Aber dass man die dann nochmal festklebt, damit sich auf ja gar keinen Fall löse und damit man da auch nichts reparieren kann, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Der Support hat mir jedenfalls versprochen, dass sie das Problem analysieren werden und sich dann melden werden. Das ist bisher noch nicht passiert, weil das Wochenende nochmal dazwischen kam. Aber ich muss sagen, vom Support an sich her bin ich soweit zufrieden, denn so schnell hat bisher noch kein Support reagiert. Und da muss ich sagen, Hut ab Creality, wenn ihr das Ganze jetzt nochmal ein bisschen upgradet, dass ihr zum einen die Heizkartusche und natürlich auch den Thermistor nochmal separat zum Kauf bereitstellt, dann habt ihr wirklich mich auch komplett zufriedengestellt und dann kann ich den Drucker auch komplett bedenkenlos empfehlen. Ansonsten muss ich sagen, die ganzen Hotends hier kosten irgendwas zwischen 30 und 40 Euro bei Amazon, je nachdem, wo ihr die kauft. Bei AliExpress, ich packe euch Links unten in die Videobeschreibung, kosten die nur $15 plus Versand nochmal. Das ist natürlich auch sehr verlockend, muss ich sagen, zu sagen, warum soll ich mir die Mühe machen, den Thermistor oder die Heizkartusche raufschrauben, um dann entsprechend vielleicht, nochmal mehr Arbeit zu haben, dann tausche ich doch lieber gleich das ganze Hotend aus. Aber ich bin halt eher so ein Typ und sage, okay, ich möchte halt nicht unbedingt viel Material verschwenden. Das heißt also, wenn hier so ein Kabel kaputt ist, krimpe ich das eher neu, als dass ich das komplette Hotend wegwerfe. Und das ist halt so ein Kritikpunkt, den ich an der neuen Generation Drucker habe, dass es eher so ist, stell das Ding hin, nutz das Teil, wenn es kaputt ist, wirf es weg und kauf dir ein neues. Ja, gerade beim K1, der halt in Anführungszeichen nur 400 Euro kostet, ist das schon mal verlockender zu sagen, ich stelle den in die Ecke oder ich gebe den weg oder keine Ahnung was und kaufe mir einfach einen neuen, weil er einfach nicht mehr druckt und nach einem Jahr mache ich das gleiche wieder. Das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn man überlegt, dass genau das die Zielgruppe ist, Leute, die sich damit nicht auskennen und die eigentlich in der Hinsicht einen Drucker haben wollen, bei dem sie nicht viel nachdenken müssen. Da finde ich es doch dann doch schon recht fraglich, dass man dann mit sowas um die Ecke kommt und dann halt den Leuten das so schwer macht und auch alles zusammenklebt. Da muss ich sagen, das ist ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Mit dem Drucker habe ich noch mal ein wenig PLA mitgekauft. Und ihr seht, die Packung ist quasi noch ungeöffnet. Mit dem Drucker kam selbst noch mal so eine 500-Gramm-Spule im Weiß damit dazu. Und ich habe hier noch mal eine Spule in Schwarz mitbestellt. Und ich muss sagen, das Material druckt sich echt gut. Für den Preis hätte ich auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Die haben jetzt 35 Franken pro Rolle gekostet. Das ist also wirklich schon oberes Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, warum ich den Preis fürs Material zahlen sollte, denn selbst das 10 Euro PLA von Elegoo hat genauso gut und genauso schnell gedruckt wie das hier. Klar, das mag den einen oder anderen Anwendungsfall haben, wenn man hier so eine Speedbenchy hat, die man gerne drucken möchte, dass man die letzten Sekunden nochmal rausholen kann. Aber auch der große Weinhalter, der Drache, den ich gedruckt habe, in dem Vertigo Starlight von Filamentum, ist wunderbar rausgekommen und es gab keine Probleme. Und der war schon echt schnell gedruckt, muss ich sagen. Ich kann also nicht meckern. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich mit dem Drucker alles mache, also wenn ich den modde und sowas in Richtung Carbonfilter und noch ein bisschen was am Hotend, dass sich noch ein bisschen was ändert, dann abonniert den Kanal, bleibt dran, da wird nämlich einiges kommen. Auch der Vergleich zum MK4 wird kommen. Und in diesem Sinne
Hat euch das Video hoffentlich gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an meinen Sponsor und an meine Patreonen, die es auch überhaupt möglich machen, solche Drucker zu kaufen und zu testen. Und in diesem Sinne, haut rein, happy printing und tschüss.